Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Minecraft Sigma. Immer noch auf meiner wunderschönen Skyblock-Insel und natürlich immer noch hoffentlich auch bei euch mit frisch gewaschenen Händen, denn wir wollen keinen Koronski zu Besuch haben. Wenn ihr die letzte Folge nicht geguckt habt, dann schaut sie euch auf jeden Fall an und lasst super gerne ein Abo auf dem Kanal da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge online kommt. Was, by the way, jeden Tag um 14 Uhr der Fall ist und am Wochenende sogar schon um 11 Uhr. Und falls ihr Minecraft Sigma auf einem Server spielen wollt, mit euren Freunden oder mit irgendjemand anderem, dann könnt ihr euch super gerne über den Link in der Videobeschreibung bei Chipotle einen Server mieten. Dann tut ihr mir ein bisschen was Gutes. Für euch kostet es nicht mehr und es ist super easy, sich darüber das Modpack zu installieren. Aber heute wollen wir endlich die Stage 3 abschließen. Ich hoffe tatsächlich, wir schaffen das Ganze. Ach, wir machen es aber fertig, alright? Außer es kommt irgendwas super krasses dazwischen. Aber bei Stage 3 fehlt uns nur noch dieses Ding hier und das ist der Machine Frame. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, am Anfang jeder Folge gezeigt. Wir brauchen Uses Ingots, unglaublich teuer, dieses ganze Zeug hier zu bauen. Und wir brauchen ein bisschen was an Titan. Und dafür brauchen wir den ganzen Stuff hier drüben. Ich habe wieder gestreamt und ich habe wieder zwei Solarpanel gebaut. Das ist eigentlich so unser Ziel, was wir die ganze Zeit haben. Ich streame, bis ich zwei Solarpanel habe und dann sind wir fertig. Mir ist allerdings eins ins Void gefallen. Das war irgendwie nicht ganz so gut. Und ich habe gelernt, dass die Blue Power Mod tatsächlich sehr nah an echter Elektronik ist. Also hier in dem Modpack kommt irgendwie jeder auf seine Kosten, sich über mich lustig zu machen. Erst die ganzen Chemiker, die sich denken, Bruder, was laberst du mit den ganzen Sachen, die du gerade aussprichst? Und jetzt kommen die Elektriker und Elektroniker, die sich so denken, hey, da ist doch so und so viel Watt und deswegen so und so viel Ampere, macht doch alles voll Sinn. Aber ich check gar nichts. Vor allem, weil man hier scheinbar auch irgendwelche Sachen in Reihe und parallel schalten kann. Ich meine, was Reihe und parallel Schaltung ist, verstehe ich noch, aber ich habe keine Ahnung von Voltampere und Watt. Da ist mir alles ein bisschen too much. Ich würde es gerne verstehen, aber ich habe in dem Physik ja nicht aufgepasst, was mich sehr sauer macht im Nachhinein. Ich würde es gerne verstehen. Okay, also hier oben haben wir unsere Solarpanel und wenn ich die praktisch alle in Reihe schalte, also hier hintereinander, dann haben wir hier hinten, jetzt haben wir gerade 2 Watt. Wait, wieso habe ich denn hier jetzt einen Output von, wahrscheinlich weil die Batterie voll ist oder so? Ich check's einfach nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wir, wenn wir die alle hintereinander angeschaltet hatte, sehr viel weniger Ampere und sehr viel Watt, als wenn wir die so in mehr oder weniger so einem kleinen Cluster anordnen. Und ich denke mal, das würde noch sehr viel besser funktionieren, wenn wir das... Jetzt haben wir das 600 Item. Get it. Jetzt wieder 200. Also, es spielt auf jeden Fall eine Sache, wo die Solarpanel stehen, wie sie miteinander verbunden sind, wie weit das Kabel von irgendeinem anderen Abstand ist. So, es sind super viele Faktoren. Wenn sich einer mit dem Mod gut auskennt oder so, dann erklärt mir das super gerne. Ich versuche das zu verstehen. Aber jetzt wollen wir heute endlich mal den Ofen benutzen. Denn, oder die Sachen hier benutzen. Denn mit dem Setup, was wir jetzt hatten, mit 10 Solarpanelen ging es schon gut, selbst wenn sie in Reihe waren. Und ich denke mal, so habe ich es noch nicht ausprobiert. Aber gerade mit der Batterie können wir den Puffer hier benutzen, dass wir den Dissolver und ich glaube sogar den Combiner relativ zügig laufen lassen können, was natürlich super gut für uns ist. Denn, wie ihr schon gesehen habt, brauchen wir sehr, sehr viel Zeug für unser Useless Ingot. Und darum wollen wir uns jetzt kümmern. Das heißt, wir speichern uns das Useless Ingot einfach mal hier drüben ab und am besten auch die ganzen anderen Rohstoffe dafür. Mescalin, das können wir super easy über Kakteen bekommen, indem wir die einfach in den Dissolver werfen. Und das habe ich auch schon gemacht. Wir haben hier gerade 2,5 Stacks gut da. Das ist eigentlich okay. Dafür, dass wir nicht so viele Kakteen da reingeworfen haben, haben wir 50% Chance. Also wir brauchen eigentlich 20 Stacks Kakteen. Und ich glaube, wir haben hier auch noch, nicht mehr so viele übrig, aber wir haben noch ein paar Kakteen übrig. Aber wir haben hier hinten ja auch unsere Farm, die tatsächlich relativ fleißig ist. Das heißt, die spuckt hier ein bisschen was ab. Kakteen nicht ganz so viele. Wir könnten uns, was auch ein paar Leute geschrieben haben, einen Upper bauen. Das ist praktisch ein Hopper, aber umgedreht. Und mit dem könnten wir es vielleicht versuchen, dass die Kakteen nicht so oft zerstört werden, sondern dass sie einfach direkt nach oben reingehen. Wäre maybe eine gute Option. Und ich habe hier den Piston und den Observer geswitcht, damit die praktisch nicht einfach, also damit die beide Sugarcane abbauen, ist ein bisschen besser. Und wir haben einen neuen Mitarbeiter in der Castcrafter LEC GmbH KKG. Und zwar einen Armorer. Das ist super, super busted. Wir haben einfach die Villager wieder ein bisschen Spaß haben lassen. Und der steht jetzt hier drüben und der tradet für uns Rüstung. Das heißt, wir haben jetzt auch wirklich absolut kein Eisenproblem mehr. Die eigentliche Eisenfarm, die wir uns hier vorne gebaut haben mit Crate, ist absolut giga useless. Die produziert hier ihre 2 Iron Nuggets pro Stunde oder sowas. Allerdings können wir uns jetzt einfach bei dem Armorer für einen Emerald eine Eisenhose traden. Also hier, ein Emerald gibt uns eine Eisenhose. Und eine Eisenhose können wir in dem Alloy-Smelter wiederum zu 7 Iron Ingots machen. Hier drüben. Eine Hose, 7 Ingots. Und zusätzlich tradet er sogar noch ein Iron Ingot gegen einen Emerald. Das heißt, wir haben einfach unendlich Eisen allein von diesem Armorer. Gigabusted und damit haben wir kein Problem mehr. Das heißt, soweit ist das schon mal ganz gut für eigentlich alles außer
Creeper. Also außer Gunpowder haben wir jetzt so gesehen eine Farm oder irgendwas, was wir traden können. Und Creeper laufen auch absolut gigantisch gut. Seitdem ich hier die Spikes benutzt habe, ihr seht, Gunpowder ist auch nicht mehr so das größte Problem. Also, das geht alles klar. Und jemand in den Kommentaren hat mir geschrieben, dass ich einen Kopf hier daneben setzen kann, wenn das geht. Jawohl, sehr gut. Der macht nämlich den Kaktus hier nicht kaputt und dann könnten wir uns beispielsweise hier oben draufstellen, wenn wir den ja gerade praktisch betreiben mit der Glock, sodass er ein bisschen schneller wächst. Und dann kriegen wir hoffentlich mehr Kakteen. Also können wir hoffentlich mehr Kakteen einsammeln. Die gehen nicht so oft kaputt. Vielleicht können wir sogar noch einen zweiten Kopf oben draufsetzen. Dann wären wir, glaube ich, auf ganz Nummer sicher unterwegs. Also wenn wir praktisch das hier machen, dann stehen wir oben. Und ich denke mal, wir sollten einfach jeden Kaktus, der wächst, sofort einsammeln. Okay, das geht tatsächlich schon relativ gut. Ich sollte vielleicht auch die Engine anmachen. Dann können wir, ja, guckt euch an, wir füllen sogar nebenbei auf. Ich meine, wir haben gerade noch die Batterie hier als Puffer und hier ziehen wir jetzt gerade 5 Kilowatt raus sogar. Okay, das habe ich hier mittlerweile, glaube ich, verstanden. Das haben die Leute auch geschrieben, dass wir praktisch so viel Watt hier rausziehen, wie wir benötigen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Ampere ist das, worauf es ankommt. Wir haben jetzt hier 100 Ampere fast rausgezogen, aber natürlich aus der Batterie. Aber das ist völlig egal, weil die Batterie ist ja genau dafür da. Und ich glaube, wir werden uns auch noch mehr Batterien machen, damit wir die hier irgendwie in Reihe oder so schalten können, damit wir da ein bisschen Puffer haben. Ich glaube, das gehen wir legit jetzt sogar direkt an. Wir brauchen dafür eigentlich nur Magnesium und ein bisschen Eisen, ja. Und natürlich mit dazu den Tesla Titas und dann können wir uns hier einfach den Battery Block Blue Alloy brauchen wir noch. Okay, aber das können wir auch machen. Ihr seht, wir haben unglaublich viel Tesla Tit praktisch gerade am Start. Also da geht das auf jeden Fall in eine gute Richtung. Und Batteries brauchen wir jetzt 32 Stück. Wir machen das mal auf eine gerade Zahl, machen wir 30. Dann können wir uns davon auch die richtige Anzahl an Batterien machen. Okay, das sind sogar viel zu viele. So viel können wir gar nicht bauen. Wir bauen jetzt mal 4 Stück von diesen Battery Blocks. Und ich hoffe tatsächlich, dass wir die jetzt irgendwie in... Ja, dass wir die einfach in Reihe oder sowas schalten können. Und ich glaube, wir packen die auch direkt so hier hin, dass wir die einfach untereinander machen. Und dann praktisch das Kabel. So, eigentlich müsste sich jetzt dann das Ganze natürlich so in der Reihe hier auffüllen. Können wir das Kabel hier direkt anschließen? Na, scheint tatsächlich nicht so. Dann können wir vielleicht nur 2 machen und müssen das Ganze so verbinden und den anderen dann als Input. Das geht auch nicht. Wir können die nicht so oben drauf. Ah, vielleicht können wir die Solarpanne gleich oben drauf bauen. Ah, okay. Also es füllen sich auf jeden Fall beide Batterieblöcke auf, aber irgendwie gleich schnell so mehr oder weniger. Beziehungsweise ist der hier sehr viel langsamer als der obere. Ich bin mir echt noch gar nicht ganz sicher, wie das Ganze funktioniert. Die Frage ist, können wir das Kabel hier noch irgendwie verkürzen? Ich glaube nicht, ne? Weil wir könnten die Engine natürlich hier hinbauen. So, oh Gott, ich wusste gar nicht, dass hier einfach gar nichts frei ist. Und dann könnten wir noch einen Batterieblock hier hinbauen, so. Und dann einfach das Kabel hier hinlegen. Das würde natürlich gehen. Dann, okay, so haben wir zwar immer noch 2 Kabel, aber wir haben einen Batterieblock praktisch mehr als Puffer hier mit dazwischen. Und das ist halt super gut für uns. Also, ich glaube, so lassen wir es erstmal. Dann können wir die Dinge hier wieder weglegen. Das sieht echt nicht schön aus, aber ich glaube, da können wir dann eine Fassade oder sowas draufbauen, damit das ein bisschen schöner wird. Und halt die Solarpanel müssen wir irgendwann auch noch schön bauen. Also, ist das eher nicht so gut. Das heißt aber auch, wir machen uns jetzt gerade mal ganz kurz, und das ist jetzt wirklich relativ easy eigentlich, einen Hopper oder vielleicht sogar gleich 2. Mal gucken, wir brauchen noch ein paar Goldplates. Die können wir uns so machen. Dann haben wir hier die Golden Chests, 2 Stück, und dann brauchen wir noch Iron Gears, und dann hätten wir hier mit dem Predator Plates 4 Stück zusammen 2 Hopper. Okay, das ist super easy. Dann machen wir daraus einen Upper, und jetzt brauchen wir praktisch noch eine normale Chest. Wir bauen uns einfach mal eine, weil ich absolut nicht weiß, ob wir überhaupt noch eine Chest am Start haben. Okay, ich habe jetzt doch nochmal 2 Upper gemacht und dann praktisch die Drawer hier einfach oben dran gemacht, sodass wir hier unsere Kakteen und Sugarcane farmen können. Und ich habe hier oben... Okay, das funktioniert nicht so ganz, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt wieder switchen. Ich wollte es eigentlich andersrum machen, aber das funktioniert leider nicht so ganz, wenn wir das auf die Art und Weise hier... Warte, wir müssen eh so rum, ne? Ja, ich glaube, da müssen wir das Ganze so fahren. Da geht zwar auch ein bisschen was verloren, leider. Also, es geht einfach nicht jeder kaputt davon. Vielleicht können wir unseren Zaun hier in die Richtung bauen. Ja, ich glaube, beim Sugarcane werden wir immer einen kleinen Verlust machen, leider, weil der praktisch hier dagegen knallt und der, also weil er den unteren Block nicht aufsaugt, der ist einfach zu weit weg. Aber unsere Kakteen, die nehmen ganz gut Form an. Also, die sollten jetzt hoffentlich relativ easy laufen. Dann können wir die nebenbei machen lassen. Und wir können uns in der... Oh, guck mal, jetzt haben wir die Batterien und wir können einfach bei Nacht mit der Engine aktiv natürlich unsere Sachen benutzen und es gehen nur die Batterien leer. Das ist super, super cool. Während die Sachen da drüben gerade mal vor sich hinarbeiten, können wir uns schon mal Floral Fertilizer bauen. Das ist eine Sache von Botania, mit der wir einfach botanische Blumen praktisch bekommen können. Und aus denen können wir Farbstoff machen. Seht ihr hier unten praktisch das Blue Powder. Und es gab früher immer, ich hoffe, das gibt es ja auch noch, einen Bug oder nicht einen Bug. Es sind einfach wie die doppelten Blumen, die es normalerweise in Minecraft gibt, sodass man unendlich Farbstoff hat. Das kann man hier auch machen. Das heißt, wir brauchen einfach ein bisschen Floral Fertilizer. Und das können wir uns einfach machen mit Bone Meal und White Dye beispielsweise. Dann haben wir 42. Und was wir dann noch mit dazu bauen, ist noch mehr
Bone Meal praktisch mit dazu. Da haben wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so. Doch, haben wir unten tatsächlich noch einiges. Und dann brauchen wir noch eine Schere. Die haben wir, glaube ich, aber noch gar nie gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Aber wir können uns natürlich einfach zwei Eisen nehmen. Dann haben wir eine Schere. Und jetzt gehen wir... Oh, hier ist ein Wandering Trader gespawnt. Was hat er? Eine Blue Orchid, eine Poppy, Magenta Dye, ein Red Mushroom, Slime Balls und ein Gluternity Charm. Ich kann mir vorstellen, dass Slime Balls irgendwie... Okay, Slime Balls sind doch relativ easy zu bekommen. Also never mind. So, aber wir wollen jetzt hier die Blumen drauf benutzen. Ihr seht schon, dann spawnen hier überall diese Blumen von Botania. Es gibt, glaube ich, sogar... Oh, Sky of the Beginning. Yeah. Es gibt, glaube ich, sogar eine Sense, mit der man die alle gleichzeitig abbauen kann. Aber wir machen das jetzt einfach mal so. Und wir sind natürlich interessiert an grünen Blumen. Ihr seht, wir haben jetzt fast alle davon. I want the green dye und dann, oder die green flower, dann kriegen wir daraus die green petals. Und die können wir jetzt auf den Boden legen. Zack, da sieht man nicht so viel. Man sieht nur die Outline hier, diese kleine schwarze. Und da kann man das draufklicken, dann kriegt man die doppelte Blume. Und wenn ihr die jetzt abbaut, dann kriegt ihr wieder zwei normal oder zwei tall green raus. Und das Ding kriegt ihr jetzt vier petals. Das heißt, wir haben jetzt aus zwei acht petals gemacht. Jetzt können wir die hier wieder anbauen. Können jetzt Bowmi drauf benutzen. Haben wieder die großen Blumen. Können die abbauen, können die wieder klein machen. Haben jetzt hier 17 Petals und ihr wisst es. Und die können wir jetzt praktisch mit einer Schüssel, mit diesem Mortar, also praktisch ein Mörser, so eine Art, können wir dann zu Green Powder machen. Und das können wir wiederum benutzen, um es im Chemical Dissolver zu Nickelchlorid machen. Denn Nickelchlorid brauchen wir für Nickelnitrat, damit wir einfach nur Nickel bekommen und Nitrat kriegen wir einfach so. Das heißt, damit wäre der nächste Rohstoff eigentlich auch schon abgeschlossen. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal einiges. Jetzt brauchen wir natürlich, wie gesagt, unseren Mörser hier drüben. Den kriegen wir, glaube ich, auch relativ easy. Können wir sogar so direkt bauen. There we go. Und jetzt können wir das hier einfach alles zu grüner Farbe machen. Wir bekommen natürlich auch aus Kakteen grüne Farbe und das können wir auf jeden Fall benutzen, sobald wir praktisch die Kakteen, die wir jetzt haben, halt nicht mehr unbedingt brauchen. So, wir müssen die jetzt auch nochmal ganz kurz behalten. Aber für jetzt ist das auf jeden Fall schon mal... Oh, wir haben sogar ein bisschen was vergessen noch. Für jetzt ist das auf jeden Fall schon mal super, super gut und wir können das basically alles in den Chemical Dissolver werfen. Die anderen Sachen behalte ich, by the way. Wir brauchen ja noch 9 Stacks von diesen Mescalin, war das? Genau, Mescalin. Und jetzt können wir Floral Green... Oh mein Gott, wir kriegen ja so viel davon raus. Holy moly, 4 Stacks aus einem. Und das können wir jetzt hier rausballern, dann kriegen wir einfach Nickel und Chlor hier drüben mit raus. Und wir kriegen ein Stack, das heißt, wir kriegen 4 Stacks Nickel aus einem Stack Green Dye oder Green Powder. Das ist insane. Und ihr seht auch, praktisch die ganze Zeit, während wir das Ganze hier machen, bleibt unsere Energie auf einem guten Level. Natürlich wegen den Batterien und wegen den Solarpanelen auch. Das sind auf jeden Fall ein bisschen mehr geworden. Aber die Batterien tragen da mit großem Anteil den größten Teil zu bei. Oh Mann. Und praktisch genau das, was wir gerade mit grüner Farbe gemacht haben, können wir jetzt nochmal mit gelber Farbe machen, damit wir hier Bleiiodid bekommen. Ich hoffe, das war richtig ausgesprochen. Denn hier können wir auch einfach gelbe Farbe benutzen. Dann kriegen wir hier 4 Bleiiodid für ein Ding raus. Und das ist tatsächlich schon das, was wir komplett dafür brauchen. Das heißt, das ist 1 zu 1. Super, super easy also. Also gehen wir einfach ganz kurz hier hin. Wir haben hier eine Lime. Ne, wir bauen Yellow, ne? Yellow haben wir hier. So, tada! Das heißt, wir gehen einfach wieder hin. Zack, zack. Bauen die Blumen hier ab. Kriegen dann 2 raus. Machen das hier, haben 8 Stück. Und jetzt bauen wir nochmal tatsächlich eine andere. Die Blumen sehen voll schön aus, ne? Die sind echt cute. Oh mein Gott, genau auf die letzte Blume, die ich machen wollte, hat das jetzt gereicht. Das heißt, wir können einfach hier hingehen. Ich lege einen vorsichtshalber mal wieder hier rein, damit wir den für später einfach haben, wenn wir ihn nochmal brauchen. Ich meine, wir können aber Floral Fertilizer wieder benutzen. Aber das sollte soweit, glaube ich, tatsächlich schon reichen, oder? Wir bekommen jetzt hier 4 Stacks raus. Ja, dann haben wir knapp 8 Stacks insgesamt. Reicht also noch nicht komplett. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Aber das ist für unsere jetzige Quest schon mal sehr, sehr gut. Ja, wir brauchen tatsächlich 9 Stacks von allem, ne? Oh mein Gott, das ist so, so leicht zu messen dann. Okay, Blei ist soweit schon fertig. Unser Mescalin ist zur Hälfte ungefähr fertig. Aber ich denke mal, das sollte auch relativ fix immer noch gehen. Wir haben hier unsere Dinger. Wie viel haben wir? Oh, wir haben schon über 2 Stacks jetzt wieder hier drin gesammelt. Das ist natürlich sehr, 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 sehr gut. Und ich meine, sowas wie unser Sugarcane können wir einfach für Zellulose klein machen. Hilft uns natürlich auch sehr, sehr krass weiter. Und haben wir es. Gönjamin. Ich glaube tatsächlich, eine der besten Sachen, die wir gerade machen können, ist einfach Gunpowder in die Solver zu werfen. Dann kriegen wir nämlich Kaliumnitrat raus und das ist eben genau das, was wir beides brauchen. Wäre also so gesehen super, super sinnvoll. Ihr seht, ich habe auch nochmal das Setup hier ein bisschen umgebaut, weil ich gedacht habe, das ist irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, besser. Aber ja, irgendwie auch nicht so ganz. Also die Batterien haben irgendwie doch einen besseren Unterschied gemacht. Ich weiß es nicht genau. Es ist ein bisschen weird. Jetzt ist, glaube ich, sogar noch schlechter. Wir bauen das Line nochmal um, aber so kriegen wir die ganzen Sachen raus. Und Gunpowder haben wir gerade relativ viel. Deswegen habe ich gedacht, das wäre vielleicht doch eine relativ sinnvolle Lösung. So kriegen wir 2 Stacks davon.
Und die wiederum können wir dann zu, ich glaube, jeweils einem Stack Kalium und einem Stack Nitrat machen. Also so gesehen sehr gut, weil das brauchen wir beides für die beiden Dinger hier. Und den anderen Shit, den wir brauchen für Kaliumcarbonat, können wir eigentlich theoretisch aus Redstone bekommen. Denn daraus kriegen wir Strontiumcarbonat und dann können wir das praktisch wiederum verarbeiten. Dann kriegen wir daraus Strontium und Carbonat. Das heißt, Redstone haben wir so gesehen unendlich, Gunpowder haben wir so gesehen unendlich und unsere anderen Sachen haben wir ja sowieso schon mehr oder weniger geregelt. Und davon brauchen wir jetzt praktisch auch nochmal 9 Stacks. Das heißt, wir machen die Reihe schon mal voll. Dann haben wir hier die ganzen Sachen hier mit drin. Wir haben jetzt noch Eisenoxid. Eisen ist auch immer super, super gut. Das heißt, jetzt sind wir auf einem guten Weg. Ich muss noch die ganzen Sachen hier verarbeiten, warten, bis wir genug Energie haben und dann sind wir good to go. What the fuck ist mit meiner... Hat er irgendwie so Magnetdings auf seinem Schwert, dieser Zombie oder so? Ja! Ich glaube, der hat irgendein Magnet-Enchantment auf seinem Schwert. Ich meine, da ist mir die... Wie krass ist das denn? Das hätte einfach meine ganze Farm kaputt gemacht. Weil er irgendeinen Champion auf seinem Schwert hat. Oh, ich hätte so gerne gewusst, was das jetzt war. Weil die ganzen Steine einfach hier rüber geflogen sind. Oh, wie weird. So, ich glaube, mittlerweile nähern wir uns tatsächlich dem Ende. Wir machen hier gerade vielleicht sogar das letzte Carbonat. Na, ein bisschen was mehr brauchen wir noch, aber dafür brauchen wir einfach nur noch ein bisschen mehr Redstone. Und ich habe auch gerade schon angefangen, Black Blumen abzubauen, schwarze Blumen abzubauen, damit wir hier Titan bekommen können. Denn das bekommen wir aus Titanoxid und das bekommen wir einfach nur aus schwarzer Farbe. Die würden wir normalerweise auch aus Kohle bekommen. Wäre also auch ohne Botania relativ easy möglich. Jetzt müssen wir das hier nochmal ganz kurz zu dem anderen Stuff machen, zu Carbonate. Und dann geht das, glaube ich, schon relativ gut los. So, jetzt, jawohl, haben wir das Ganze hier drin. Ausgezeichnet ist ja doch die Kiste, die ist ein bisschen voller geworden. Da hat sich auf jeden Fall einiges angesammelt. Und jetzt können wir einfach nur das hier drüben reinwerfen. Dann kriegen wir sehr, sehr, sehr viel. Wir kriegen 4 Stacks Titaniumoxid. Und daraus kriegen wir, glaube ich, auch jeweils 2 Stacks Titan. Okay, das ist super, super gut. Sogar noch ein bisschen mehr. Wir kriegen auch natürlich noch mehr Oxygen. So, Oxygen werfen wir schon mal hier drüben rein. Und Titan können wir hier reinwerfen. Unsere Sachen also ab. Ich habe die anderen Powerbanks wieder dran gemacht, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich verstehe die Mod noch nicht so ganz. Hoffentlich tut sich da noch ein bisschen was in nächster Zeit, damit wir das ein bisschen besser verstehen. Aber wir brauchen ja noch für den Machine Frame nicht nur unser Useless Ingot, sondern auch das Ding. Dafür brauchen wir 6 Titan Ingots. Oder, ne, warte, wir brauchen... 10, 12 Titan. Okay, 12 Titan brauchen wir insgesamt. Ich glaube tatsächlich, das haben wir mit dem, was wir jetzt gerade hier haben, schon zusammen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das sollten wir tatsächlich mit der Rohstoffanzahl hier schon zusammen haben. Okay, jetzt brauchen wir natürlich nur noch die letzten Rohstoffe. Das heißt, wir brauchen Kaliumcarbonat. Dafür brauchen wir 18 Sticks Kalium. Die sollten wir, glaube ich, auch hier drüben am Start haben. Jawohl, es geht. Das heißt, wir nehmen die mal alle raus, wenn die überhaupt, na, passen nicht ganz im Inventar, aber fast. Und dann nehmen wir den Combiner. So, der kommt wieder weg. Du kommst hier drüben dran. Der macht auf jeden Fall auch schon wieder ein bisschen was an Energie. Das nehmen wir auch mal ganz kurz wieder raus. Und dann wollen wir hier Kalium Nitrat als unser nächstes Ziel hier drüben einstellen. Das heißt, jetzt heißt es halt absolut crazy kombinieren. Einfach nur mit dem... Nein, muss ich die jetzt wieder... Das brauchen wir mit dazu. So, okay. Ja, jetzt heißt es einfach nur krass kombinieren. Das heißt, einfach nur wieder super lange warten, bis die Energie halt da ist, damit der das nächste Ding hier drüben machen kann. Aber dann sind wir fast fertig mit dem Machine Frame. Okay, während drüben gerade die letzten Elemente verarbeiten, können wir uns schon mal an die Basic Coils oder sowas zumindest setzen. Das heißt, wir brauchen ja 3 Titanium Energy Cells und dafür brauchen wir jeweils eine Basic Coil. Das heißt, wir brauchen noch Redstone. Okay, ich hoffe mal, dass... Okay, das können wir zumindest traden. Also das sollte jetzt nicht mehr so ein großes Problem sein, tatsächlich. Das sollte hoffentlich auch reichen für die Sachen, die wir vorhaben. Sticks und Eisen sollten wir auch mehr als genug haben. Das heißt, wir können uns jetzt hier schon mal diese Dinger machen. Da brauchen wir einfach nur 3 Stück von und dann brauchen wir gleich Titanium. Das sollte auch super easy sein. Hier sind die letzten. Das andere ist schon komplett fertig. Nickelnitrat ist fertig. Kaliumnitrat fehlen noch 40. Mescalin ist fertig und Blei, Iodide ist auch komplett am Start. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, sogar schon fast alle. Ne, 20 Stück fehlen uns noch. Aber die sind hier gerade natürlich, wie ihr seht, noch in the making. Und dann brauchen wir Titanium. Und das ist einfach nur Chemical Combiner. 16 Titan da drüben rein. Titan hatten wir hier. Das heißt, wir nehmen uns das einfach mal alles komplett raus. Und dann können wir das hier gleich zu Titan umstellen. Ich kann es kaum erwarten. Ich habe auch die ganze Zeit mit den Solarzellen rumgespielt, aber ey, ich verstehe nicht, wann wir hier mehr Energie bekommen und wann weniger. Wenn es mir jemand erklären kann, gerne in die Kommentare damit. Und es ist time to switch. Raus mit dir und rein mit unserem Titanium-Bahn hier drüben. Natürlich wird er auch wieder seine Zeit brauchen, aber... Oh, das ist das Falsche. Warum was?
Ja, da, tada, 9 Stacks von jedem. Jawollerie. Okay, hier ist alles einfach komplett voll. Dann lassen wir die aber ganz kurz so im Inventar. Und wir können uns hier unser Titan machen. Wie gesagt, wir brauchen, glaube ich, 10 Ingots, wenn ich mich nicht vertan habe. Wir brauchen 2 hierfür und dann noch 6 hierfür. Also 6, 8, 12 brauchen wir. 12 brauchen wir insgesamt. Okay. Und there we go. So einfach bekommen wir Titan. Can you believe it? Jetzt können wir uns daraus die Zellen bauen. 3 Titanium Energy Cells. Daraus dann den Titanium Capacitor. Genau, Titanium Capacitor. Und jetzt müssen wir einfach nur unser Titanium wieder zurücklegen und die ganzen Sachen, die wir bekommen haben, kombinieren. Das heißt, alle diese Teile zusammen mit Eisen zu Useless Ingots. Und das können wir natürlich einfach mal hier drüben machen, ne? Aber Leufurnis war das sogar. Oh mein Gott, ja, Baby, wir brauchen das Ding nicht mehr. Also 9 Iron Ingots hier drüben rein. Ich leere jetzt mal einfach mein ganzes Inventar hier drüben rein, damit wir die Sachen hier mitnehmen können. Auch wenn es noch nicht ganz reicht, aber guter Weg, guter Weg. Ja, und jetzt heißt es noch ein letztes Mal warten. Dann haben wir das ganze Zeug natürlich fertig. Wir können jetzt Stack für Stack das Ganze hier rüberholen. Aber dann haben wir endlich unsere ganzen Useless Ingots hier zusammen. Es hat wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr lange gedauert. Was fehlt jetzt hier? Nickel? Blei. Blei fehlt. Okay, ich muss das, glaube ich, ein bisschen besser ordnen, damit ich auch checke, was hier gerade Sache ist. Ey. Badababam. Da, 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 da. Und da ist er. Unser letzter Useless Barren. Unser letztes Useless Ingots. Oh mein Gott. Okay. 6 Stück davon machen wir jetzt zu den Useless Bars. There we go. Und jetzt können wir das ganze Zeug hier endlich zu dem Useless Machine Frame verbinden. Ta-da-da-da! Ja, gib mir die Quest, du kleiner Fratzi. Hallo. Oh, ja, Mann. Oh mein Gott, fühlt sich das gut an. Es fühlt sich gar nicht gut an, Mann. Ich meine, Sound gekommen ist. Es ist so sad, aber wo ist mein Questbuch? Hier drüben irgendwo. Da ist es. Tada! Sie ist hier, Machine Frame Claim, Baby. Und da ist unsere Statue. Sie ist endlich fertig. Halleluja. Stage 3 ist damit abgeschlossen und wir können in der nächsten Folge endlich mit Stage 4 weitermachen. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Wir sind fast schon auf der Halfway-Mark. Okay, eigentlich sind wir erst zum Drittel fertig, aber ist schon fast ein bisschen optimistisch. Sagen wir einfach mal so. Okay, ich habe keine Ahnung, wie lange die heutige Folge ist. Wenn sie XXL ist, okay. Wenn sie super kurz ist, es tut mir leid. Ich habe über 2 Stunden jetzt aufgenommen. Ich glaube, 2,5 Stunden oder sowas. Einfach nur, um den ganzen Shit hier zu machen, weil einfach die Solarpanel so giga langsam sind und alles andere ewig gedauert hat. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Schaltet auch morgen wieder ein und ansonsten sehen wir uns dann wieder. Also, da rein, wir haben fast 69 Level. Und bis dann. Tschüss.